Hallo und herzlich willkommen. Es geht mal wieder um das Spiel Destiny. Wir alle, die uns das ja damals vorbestellt haben, haben ja für Destiny, nein, nicht den Preis bezahlt, sondern mit Season Pass so um die 80 Euro. Ne? Könnt ihr euch noch alles erinnern. Jetzt wird hier gesagt, ja, es kostet nur 60 Euro angeblich als insgesamt, was nicht stimmte. Und jetzt zum Superangebot, angeblich das. So, worum es mir geht, ist ganz einfach. Es wird jetzt hier gesagt, ja, es ist angeblich ein ganz neues Spiel und für nochmal 70 Euro vor, also für eine Erweiterung. Es ist doch keine Erweiterung, weil ihr braucht trotzdem Destiny. Und mit Season Pass für Standardding sowas. Es werden mal wieder die Leute verarscht. Wir können uns erinnern, wo die von GameStar, mit denen machen wir Destiny 2 gesprochen haben. Da hat man ja gesagt, ja, bei Destiny 2 soll man, also es soll ja angeblich der Verlies der Alten wiederkommen. Es kommt erst jetzt wieder. Wo ist der Mist? PvP will keiner wissen. Hier Gefängnis der Alten ist geflohen. So, ob das Gefängnis der Alten an sich wiederkommt, weiß keiner. Jedenfalls wird jetzt gesagt, wurde damals auch gesagt, es wird ja bei Raids, wirklich bei Raids haben sie gesagt, es wird Überspielersuche geben, was es auch bis heute nicht gibt. Man wurde einfach beschissen. So, und jetzt versuchen sie das Gleiche. Sie versuchen einen nochmal das Geld aus der Tasche zu ziehen mit, sagen wir mal, eine neue Kampagne. Aber zu einem Vollpreisspiel. Sie versuchen ein DLC zu verkaufen für ein Vollpreisspiel, wo ihr das Spiel extra noch braucht. Und das ist oberste Sauerei. Weil die versprechen wieder und es wird wieder nichts mehr rumkommen. Man wird sich die Scheiße wiederholen und dann wird man wieder sagen, ja, es ist doch Mist, aber erst holen sich wieder alle. Und das ist ganz genau, was mich ankotzt. Also, was mir am Bungee richtig ankotzt. Die versprechen, die halten nichts. Die belügen die Leute und sagen ganz einfach, ja, es wird das und das und das kommen. Dann guckt man ein Spiel, man fragt sie, wo ist es? Und es hieß auch der Season Pass 2 Add-ons und jetzt versuchen sie das Spiel weiterzubringen, beziehungsweise nochmal kräftig Geld zu verdienen. Mit einem Ding, was über 80 Euro kostet, also allein 40 Euro. Das Ding allein hat ja auch damals so um die 40 Euro, 50 Euro gekostet, das Spiel an sich. So, und dafür braucht man ja Destiny 2 und den Forsaken. Ich meine, hallo, geht's noch? Das ist unterste Sau. Hier machen. Also ich appelliere an allen, dass man, ich weiß, das wird wahrscheinlich keiner machen, aber denkt mal nach, die haben euch verarscht. Die haben Versprechungen gemacht. Es ist nichts bei rumgekommen. Es wurde so angeblich so viel erneuert, es wurde gar nichts erneuert. Es ist exakt das gleiche Spiel. Wie Teil 1. So wie gesagt, es wird ja noch erklärt, was in Teil 1 los war. Wurde einem überhaupt nicht erklärt. Es wurde bloß mal kurz gesagt, oh, was ist das? Ja, das sind Gefallene. Das sind, ach, wie waren das? Nicht Gefallene, sondern die anderen, die halt aus dem, von dem König da damals, ne, von Teil 1 daher kamen, die sie halt einfach in Nebel auflösen. Und hat man gesagt, ja, wir kennen die schon von damals, das war's. Es wurde nicht erklärt, was sie eigentlich sind. Selbst die Schar wurde nicht richtig erklärt. Von Teil 1. Da wurde auch bloß kurz gesagt, ja, wir haben mal Bekanntschaft gemacht. Aber es wurde auch nicht erklärt, für einen, der nur Teil 2 kennt, was sind die eigentlich? Da wurde man auch richtig belogen. Also Leute, ganz ehrlich, wer sich das Ding holt, der wird enttäuscht sein. Und ich finde es immer wieder lustig, dass so YouTuber machen, ich glaube, die sind bezahlt, also ganz ehrlich, anders kann es nicht sein, die so sagen, oh toll und sonst was, ne? Ich glaube, die sind bezahlt, beziehungsweise die werden dran beteiligt, weil Destiny 2 an sich war verarsche.
Es wurde vieles versprochen, es wurde nichts eingehalten. Und hier wird es wieder das Gleiche sein. Es ist einfach überteuert. Und wenn ich schon ein Spiel mit Season Pass anbiete und jetzt kommt es ohne Season Pass, jetzt heißt es ganz einfach, wie heißt das mit Bundle? Nein, das war das Programm, was ich gesucht habe. Jetzt heißt es ganz einfach mit Erweiterungspass. Ganz ehrlich, was soll der Mist? Und man hat die dafür dusse und dämlich bezahlt und jetzt muss man sagen, auch noch dusse und dämlich zahlen. Ich meine, wofür will man so viel Geld ausgeben, wenn man so oder so Destiny wieder also dazu kaufen muss? Was soll der Mist? Es ist ganz einfach Destiny 2. Man muss Destiny 2 dafür haben. Weil es ist nichts anderes als ein Erweiterungspack. Es ist nichts anderes. Ansonsten würde nämlich hier Destiny 3 stehen. Und jetzt erklärt mir mal ganz ehrlich, wieso wollt ihr für einen Erweiterungspack, für einen DLC 40 Euro ausgeben? Es ist ganz einfach eine Frechheit. Viele, die sie jetzt holen werden, werden wieder meckern. Verspreche euch, es wird ganz einfach so sein, weil das Ding ist überwiegend auf PvP ausgelegt. Und ja, das Ding wird Müll sein. Sorry. Das Ding wird genauso ein Müll sein wie die anderen Spiele. Teil 1 ging, es war neu. Der Beschiss war ja natürlich, dass sie dann alles andere für PS4-Spieler gemacht haben. Und es ist nicht so, wie viele sagen, ja, es ist, weil die PS4 mehr konnte. Es stimmt nicht. Wo Destiny 1 damals auf die PS3 rauskam, da war das Ding Full HD. Da haben sie es runtergepatcht. Damit sie es auf die PS4 verkaufen können. Das ist die Wahrheit. Guck mal richtig hinten auf die PS4-Hülle und auf die PS3-Hülle. Da steht beides Full HD. Und die hätten es auch auf die PS3 machen können. Da haben selbst Insider gesagt, hätten sie machen können. Es wäre einfach der Speicher. Also man hätte einfach, wie bei den anderen, die Grafik war halt niedriger. Halt einfach wie bei überall DLC. 1-2 GB für DLC beansprucht, fertig. Das war's. Haben sie aber nie gemacht. Ansonsten hätten sie ihre scheiß PS4 nicht losgekriegt. Und jetzt machen sie jetzt das Gleiche. Destiny 2 spielt keiner mehr, ganz einfach, weil das Spiel auch Mist ist. Die Story ist vorbei, gut, das war's, aber die Story war auch nicht unbedingt der Hammer und jetzt versuchen sie noch die Leute daran festzuhalten und noch richtig fett Kohle dabei zu machen. Und sie machen es so teuer, weil, wenn das Ding da rauskommt, natürlich werden viele Let's Play das Ding spielen, nach dem Motto, oh, guck mal, das ist so schön. In Wahrheit ist das rausgeschmissenes Geld. Die Hersteller bzw. die Macher wissen selbst, dass das Spiel tot ist, aber die versuchen auch fett Kohle damit abzusahen. Und das ist alles, was zu machen. Es ist kein gutes Spiel. Teil 2 war auch kein gutes Spiel. Und es wird auch niemals sein, weil es wurde viel versprochen, es wurde aber nichts eingehalten. Ich finde bis heute, zum Beispiel von einem anderen Video auch, ich finde bis heute keine Spielersuche bei Raids, was sie versprochen haben. Finde ich bis heute nicht. Was aber die Entwickler gesagt haben. Die Entwickler haben gesagt, es wird bei Raid auch Spieler zurückkommen geben, weil ansonsten müssten wir ja permanent auf andere warten. Und sollte man den hinkriegen, deswegen möchte man da Spielersuche mit reinmachen und nicht wie bei Teil 1. Was haben wir? Wir haben exakt Teil 1. Bloß mit einer 2 davor. Es hat sich nichts geändert. Es wurde gelogen. Und Leute, ganz ehrlich, lasst euch nicht normal verarschen von denen. Deswegen mache ich hier das Video, um euch mal ein bisschen die Augen zu öffnen. Leute, ihr werdet wieder verarscht. Und fallt nicht wieder darauf rein. Weil 40 Euro bzw. bis zu 80 Euro sind einfach zu viel Geld. Es ist einfach zu viel. Da holt euch lieber sowas wie das nächste Battlefield. Da habt ihr wenigstens eine richtige Story drin. Und nicht so einen. Okay, das ist jedenfalls meine Meinung dazu. Jeder hat eine eigene Meinung, aber ganz ehrlich, wer Teil 1 kennt, wer Teil 2 kennt und wer weiß, was die versprochen haben,
Und dass es bis heute nicht da ist, ganz ehrlich, spart euer Geld. Da ist jetzt Geld selbst in Gulli besser aufgehoben. Wie es auch ist, bis zum nächsten Mal und tschüss.